Da sind wir wieder in der Pfalz. Ne? Es war ja das letzte auf dem FCK ein Spielchen. Das war ja richtig, richtig gut. Ne? Also hat mir gefallen. Wir haben das auch geguckt. Die Frau hat aufgeregt. Die hat schon immer die Haare zugehalten. Ne? Vor Aufregung. Jo, dann habe ich gedacht, weißt du was? Ich gucke mal, was es so gibt. An Essen für den FCK, beziehungsweise für die Rote Teufel und so weiter. Nix. Ich finde nichts. Eine Tat habe ich gefunden, wo da ein FCK draufsteht. Wahrscheinlich, das geht nicht. Wir Pelzer müssen auch mal für die Rote Teufel was machen. Und ich zeige euch heute mal, wie die Rote Teufel entstehen. In der Pfalz. Da fangen wir auch schon an. Rote Teufel, dann gibt es immer das Feinste. Das heißt Lende. Wir machen so ein Lendespießchen und machen gefüllte Champignons dazu. Das machen wir auf dem Grill. Das könnt ihr auch in der Pfanne machen. Kein Problem. So, was wir machen müssen. Ihr müsst die mindestens einen halben Tag einlegen. Ne? Über Nacht wäre natürlich noch besser. Das heißt, die Geburtsstunde der Roten Teufel, zeige ich euch gleich, wie das geht. Wir tun erstmal das, was wir so, ja, kann ich eigentlich mal kurz erklären. Wir machen eine Marinade aus Rotwein, natürlich Pfälzer Rotwein, logisch, Zwiebel und Rosmarin. Und dann werden die Lende, beziehungsweise schneide ich die zu Medaillons. Und da werden die hingelegt. Und das ist dann die Geburtsstunde der Roten Teufel. Findet da drin statt. Ja. Ja, verrückt. Ja. Weiter. Wir brauchen zum Grillen dann später hinaus, das tun wir auch gleich machen, Marinade. Und zu der Marinade brauchen wir, da fange ich an, Salz, bunter Pfeffer, wichtig. Senf, Honig, frischer Knoblauch. Das sind so, ja, nicht überlastig machen, aber es ist schon, man schmeckt ja, ne? Das sind so vier Zehe, sag ich mal. Vier mittlere Zehe. Ja, und das andere müsste halt noch Geschmack. Ich sage es mal einfach jetzt, was ich jetzt so genommen habe, ist dann, da kommt ungefähr 2 Esslöffel Salz, 2 Esslöffel Pfeffer. Ein guter Esslöffel Honig, Senf und Honig auch, fast 2 Esslöffel brauchen wir da. Und zwar muss das im Grill dann, wenn wir die imbenseln und dann tun die karamellisieren. Die werden nämlich nur ganz kurz angegrillt. Lende nur ganz kurz angegrillt. Wir wollen es nicht, das ist schon tot, wir wollen es nicht noch einmal töten. Und dann werden die hochgelegt. Zeige ich euch später nochmal. Ach, sie schön saftig bleiben. Wird gut. Die Champignons. Zeige ich auch gleich. Brauchen wir eigentlich nur ein bisschen Salz, ein bisschen schwarzer Pfeffer, ein bisschen Zitronensaft, ein Bund Peterle, ein Bund, mindestens ein Bund, ne? Wir machen 2 Bund Schnittlauch. Und das tun wir dann da in den Frischkäse bzw. in den Quark inmischen und da kann ich mich danach ziehen. Das heißt, die Rote Teufel ziehen, der Quark so zieht. Und die Marinade kann auch was ich hier ziehen. Ne? Wir fangen da jetzt gleich mal an. Ich babbel wäre so viel. Ne? Aber das Spiel war schon geil. Ne? Das war schon der Hammer. Und ich zeige euch jetzt, wie die Rote Teufel entstehen. In der Pfalz. Und eine gute Woi brauchen wir, ne? Klar. So, als erstes schneide mal. Soll ich die Kamera da herholen? Ja, ich hole die da her, oder? Ja. Ah, es geht. Ihr müsst auf jeden Fall, ich schneide jetzt erstmal, auf jeden Fall müsst ihr gucken, hier die Sehne, die müsst ihr abschneiden. Ne? Ich fange dann immer so an, fahre dann so in die Mitte rein und ziehe das erstmal noch hin, zum Ende hin, weg. So, dann habe ich das schon schön in der Hand und dann kann ich ohne der Sehne schön entlang fahren und die rausschneiden. Ne? Das geht richtig, richtig gut. Ne? Ich muss mich natürlich beeilen, da kommt dann die Mikkel langsam.
Und immer gucken, dass man da wirklich alles so wegschneidet. Was geht uns jetzt? Früh morgen. Also einen halben Tag ziehen lassen. Mehr habe ich heute auch nicht Zeit, das geht. So, dann schneide ich die. Und wenn ich die dann geschnitten habe, ich schneide die dann auch gleich in Medaillons. Ne? Ach ja, das Dorf wird auch langsam wach. Ich habe eben den Gockel gehört. So, das geht eigentlich ratzfatz. Dann geht. So. Wie gesagt, du musst ja daran denken. Wir schneiden die so ungefähr 4 cm. So. Fleisch, Medaillons geschnitten. Was wir noch dazu brauchen, ist die Zwiebel. Auch dünn, dass es schön das Saft abgeben kann. Bisschen machen, wenn man will. So. Jetzt kommt's. Jetzt machen wir ein bisschen Zwiebelchen hin. Immer so ein bisschen Schichte. Rosmarie. Zweig. Guter Pelzer Roy. Der riecht schon gut. Also Rosmarie braucht er, da darf er nicht sparen. Das Ding muss Geschmack auch nehmen. Ne? So, dann machen wir schon mal die erste rote Teufel drin. Beziehungsweise sind sie noch nicht, werden sie. Die werden jetzt zu rote Teufel. So, das riecht gut. Und bitte kein Salz, kein Pfeffer, nichts drin machen. Ne? Dann verliert das Fleisch, geht der Saft raus. Ne? Die legen wir nur in Rosmarie, Zwiebel und Rotwein, Rosmarie, Zwiebel. So, mehr wird er nicht. Die Würze kommt später, ne? Auf Grille machen wir das. So. Na, schaut mal, wie das aussieht. So, ich habe gerade ein Bild gemacht, das schiebe ich dann dazwischen. Wieder ein bisschen Rotwein. Ne? Ah, herrlich. Also bei 4 Länder. Ein bisschen mehr wie Flasch, ne? Ah, Flasch. Kein anderes Gefäß nehmen. Das muss schon schön drin schwimmen. Ne? Ein ganz wichtiges von dem Rotwein heben wir ein bisschen auf, dass das stimmig ist. Die machen wir da noch in die Marinade mit drin. So, dann fangen wir jetzt gleich mit der Marinade an. Mit den Champignons. Ich stelle das mal weg. So. Fleisch in den Kühlschrank gestellt. Jetzt machen wir die Marinade. Dann kann die auch ziehen. Dann tun wir als erstes den bunten Pfeffer mahlen. Brauchen wir auch nicht so fein. Ne? Das, nur das Aufspalten, dass die Aromen rauskommen. Ne? Da hat das letzte jemand zu mir. Ich mache an die Zwiebeln. Wenn ich Zwiebeln mache, so Röstzwiebeln. Und dann mache ich auch Salz und Zucker kommt später, ganz zum Schluss dran. Ne? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Der Zucker ist eigentlich bloß dafür da, um das, das karamellisiert ein bisschen und verstärkt den Zwiebelgeschmack. Das ist ein Geschmacksverstärker. Ne? Zucker ist so ein wunderschöner Geschmacksverstärker oder Honig. Wobei hier ist es jetzt bei so viel Honig, ist es die Süße, ne? Wo dazu kommt. So, aber die Süße soll eigentlich bei der Röstzwiebel nicht dabei sein. Ne? Der kommt sowieso von der Zwiebel her, die Süße schon. Ne? Das ist einfach nur das Karamellisierte, das Verstärken von dem Eigengeschmack von der Zwiebel. Ja, das letzte Mal jemand gesagt, also das mit dem Zucker in der Zwiebel ist nicht unser. Jetzt hatte ich schon zu nichts gesagt, ja gut, Geschmackssache. Weil die kommen noch immer zu mir und dann mache ich dann eine Röstzwiebel. Die haben 100% zu viel Zucker. Ihr dürft nur so ein bisschen Zucker drauf machen. Ja? Wenn man zu viel Zucker drauf macht,
Wenn der Zucker schmeckt, wird mir das auch nicht schmecken. Ne? mach ich. Die überrasche ich. Ne? So, egal, jetzt tausche ich wieder ein bisschen. Also, was kommt noch hin? Salz. Das hat eine Marinade. Ne? Salz ist schwer. Ne? Löst sich schlecht. Also müsst ihr ein paar Mal rühren und setzt sich wunderschön gerne ohne ab. Ne? Also, öfters umrühren. Ne? Da löst sich schon, dann ist gut. So. Schön Honig. Senf hier. Ne? Ach Gott, was machen wir da? Richtig gut. Ne? So. Knoblauch. Und jetzt sieht er ja schon, dass das relativ. Also kann er keine Marinade daraus machen. Ne? Da fehlt ein bisschen was noch. Ja. Wir machen noch kein Öl drin, Öl brennt. Brauchen wir nicht. Das ist dann immer so, wenn es die Flamme danke, wenn sie die hingelegte Stegschätze auf die Grill lehnen, dann fangen sie gleich aus der Brenne und was weiß ich. Ne? Das ist alles von dem Öl. Steg selbst nicht. Marinade, wenn er Öl hin macht, ganz wenig. Im Endeffekt hat er bloß Brandbeschleuniger. Also mit Faulen nicht. So. Kommt alles schön rein, ne? Richtig. Ich hoffe jetzt nicht, dass die mir jetzt nicht böse ist, ne? Muss ich das jetzt noch im Video noch zeigen? Ich habe keinen Namen genannt. Ne? Aber ich überzeug die. Ich will die überzeugen, dass das. Dass das richtig lecker ist. Wenn man gern Zwiebel isst, ist das der Hammer. So, trockene Masse, ne? Aber die Kämme ist besser. Es ist wie beim Püree, ne? Wenn ihr die Kartoffeln, die Sahne oder Butter oder was auch immer erst hin macht, oder noch dazu und dann stampfen, ne? Das ist schlecht. Ne? Erst werde die Gewürze kann er machen, ne? Bisschen Salz, Muskatnuss, viel Muskatnuss macht der Pelzer drauf. Und dann stampfen. Ne? Schön ausdämpfen lassen auf dem Herd noch. Und dann kann er die wunderschön stampfen und dann werden die auch schön cremig, so wie es sein soll. Ne? So. Dann kann man das besser rühren. So. Jetzt gucken wir mal. So sieht das aus. Ne? Hat sich jetzt alles gut verbunden und jetzt gehen wir erst hier. Dann rühren das noch ein bisschen mit Rotwein. So. Das riecht schon gut. Das riecht schon richtig gut. Das ist unsere Marinade. Ne? Kann die Arsch jetzt hier. Ne? Mehr kommt nicht drauf. Dank da. Das Beste vom Beste. Jetzt fangen wir an. Ich trinke erstmal einen Kaffee. Und jetzt fangen wir an. Nee, Quatsch, kann man nicht füllen. Wir machen erstmal, das muss auch bis jetzt hier. Unsere Füllung. Für die Champignons, ne? Quark, Frischkäse, da machen wir drauf, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und Zitronensaft. So, auch nicht so viel, ne? Das ist nur für die Frische ein bisschen. Dann kann man das Scheibe hier da. Ach Gott, ich habe schon Hunger, das gibt's doch gar nicht. Ey. Das ist ein Früh, moin. Ich muss noch einen halben Tag warten. Muss ich jetzt schon lange frühstücken, aber schnell. Oh yeah. So. Und dann machen wir ihn hin. Gucken wir mal. Unser Schnittlauch. Unser Peterle. So. Ja, gucken, sind also ein paar Dachel dabei. Ich habe zwar schon die Dinger gewischt, aber man findet doch immer wieder was. Ne?
Und das habe ich auch schon immer gesagt. Nun, der Schnittlauch lieber ein bisschen länger schneiden. Und da bleibt er nicht so in der Zehe hängen, ne? So zwischen der Zehe. Ne? Wenn man dann lacht, das sieht immer so blöd aus. Da gibt der Geschmack ab, das ist alles gut. Einfach ein bisschen länger machen und dann hat man das Dilemma nicht zwischen den Zehen. Ne? Ja. So. Und das da rein. Ja, das ist richtig viel. Ne? Ich habe Angst. Das muss auch sein. Wir wollen Geschmack. So, am Pederle dasselbe. Ja, ich hatte einmal so Kräutergarde gehabt. Ah, demnächst komme ich schon zu jemand. Zum Profi. Da freue ich mich schon drauf. Und dann kann das schon sein, dass ich dann, bis der das Video sieht, habe ich das Flasche schon gedreht. Ja, gezeigt. Ja, habe ich ihn geladen, ein Profikoch, ein guter. Und da bin ich immer gespannt. Wie ein Flitzebogen. Wie ein Flitzebogen bin ich auch gespannt. Oh, halt gut. Freue mich schon. Da lernt man. Man kann nur, ja leid, man lernt im Leben nie aus. Wenn es auch hier um was Gutes geht. Essen, ne? Gutes Essen. Kann man da nichts verkehrt machen. Ja, die Schüssel habe ich jetzt auch ein bisschen klein gewählt. Ne? Soll ich ein bisschen umständlicher hier. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt in den Videos. Ne? Immer groß, dann hast du leichter. Jetzt mache ich dasselbe Fehler. Ne? Wie viele machen. Ne? Das geht aber. So, dann kann ich das auch schön ein bisschen ziehen lassen. Nee, reicht ganz hieß also. Alles wird noch besser, aber das ist jetzt schon richtig Bums. Ne? Die Mädchen machen zu wenig Kräuter. Ihr müsst da richtig schnell machen. Ne? Ohne. So muss das aussehen. Herrlich. So, ich räume das weg. Champignons. Ah, machen wir anders. Ich tue die gleich Fülle. Dosis-Tablett, genau. Und dann durch die Abdeckung in den Kühlschrank. Und dann kann ich später direkt auf den Grill. Machen wir. Und bleib wieder da. So. Der Vorteil ist natürlich in der Natur, wenn man draußen ist, hat man so ein Brettchen. Natürlich schnell es auch. So. Leute, jetzt passen auf, ich habe da noch ein Schälchen, nur dass ihr das mal sehen. Welche Champignons, gefüllte Champignons, ne? Da muss ja dieser Stiel muss ja raus. Ne? Den hebe ich aber auf, ihr Leute. Und zwar tun wir das in ein Gefrierbeutelchen. Und dann kann er, wenn er Jägersoße oder irgend sowas macht, da seht ihr, wo Pilze sind, und dann tun er hier den Stiel, kann er den zuschmeißen. Da haben wir immer Champignons zu Hause. Also so ein Kram nicht fettschmeißen. Das ist wunderbares Essen. Ne? So, wenn man dann so Stiel einfach so ein bisschen drückt, da brecht der von der Lay ab. Ja, das ist relativ easy. Ne? Und höchstens, wenn ein Ekelchen drin bleibt, dann holt man das raus. Ansonsten ist es relativ leicht. Ne? Immer da seitlich steht ab und genau in die Gegenrichtung drückt er. Ne? Zack, dann brecht er ab. Und dann können wir das schön füllen. Ne? So, ich muss jetzt nicht alle Champignons da zeigen, wenn man das immer so ein so Messerchen dran hat. Ich nehme so ein Stumpfmessage. Ne? Ich habe mir gesagt, ein Stumpfmessage. So. Nehmen wir dann. Und dann können wir das so wunderschön schmieren. Ne? Im wahrsten Sinne, ne? Können wir das dann so nicht schmieren.
Und wenn, da bleibt übrig, ne, mit dem Quark. Schöner Kräuterquark. Und wenn ihr, wenn übrig ist, nachher, wenn er aufhebe, folge Tage, es kann ruhig 2-3 Tage, wenn es im Kühlschrank ist, passiert nichts. Und dann kennt ihr irgendwo, wenn er brate Fleisch oder schon Spaß, ne, als Beilage, kennt ihr das immer noch gut nutzen. Ne? Also da wird nichts fett geschmissen, ihr Leute. Machen das nicht. Das ist Quatsch, totaler Quatsch. Ja, ihr seht ja, wunderbare Fülle. Oh, mit Messerchen, ne? Viele machen ein Löffelchen und so, das ist Quatsch. Ne? Aber hier, Schmiermesser, das ist ja Schmiermesser. Dann könnt ihr schön so auch so zwischen in die Hohlräume da hinkriegen. Dann kann man die wunderschön füllen. Ne? Okay, das war's dann das erste Mal. Hast du was vergessen? Naja, eigentlich nicht. Ja, dann mache ich jetzt den Graben fertig. Kommt in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns später am Grill. Ne? Die rote Teufel. Das ist schon der Hammer, ne? Dass da noch keiner was gemacht hat für die. Das ist schon ein Hammer. Ja. Jetzt haben sie was. Jetzt haben wir sie gemacht. Die Geburtsstunde der roten Teufel. In Gourmet-Fram. Bis gleich. Ja, so ungefähr. Warte mal, es war halb 9, 8 Uhr. Jetzt haben wir 4-8 Stunden. 8 Stunden her. Kaffee habe ich getrunken. Jetzt fangen wir mit dem Bier schon. 4 Uhr Mittag. Und jetzt kommt die Geburtsstunde von der rote Teufel. Aber erst zeige ich nochmal, das war im Kühlschrank, ne? Schön gefüllt. Champignons, die kommen dann. Aber erst später, ne? Wenn wir die rote Teufel ein bisschen Ruhe lassen, ne? Erst sportlich, ein bisschen schwitzen lassen und dann lassen wir sie Ruhe. So, das Ganze habe ich natürlich schon durch mit der Tellerchen beschwert, dass hier alles schön im Rotwein schwimmt, ne? Also nicht an der Luft ist. Wichtig. Gucken wir mal, so sieht das dann aus zum Schluss. Ich weiß nicht, ich hol mal die Kamera. Ne? Ich mache mal ein Bild. Die Geburt der roten Teufel. So, wir brauchen Holzspieß hier. Standard. 25 cm ungefähr. 20 cm. So, und jetzt gucken wir mal. Schau mal raus. Das ist so, wenn ihr Spieß hier macht, ne? Dann gibt es so einen Helfer für Kartoffeln, Pellkartoffeln zu schälen. Ne? So ein Dreispitz. Ne? Mit Griff. Ist sehr angenehm. Und da kann man wunderschön, ganz zart, muss man gar nicht großartig, um das Fleisch gar nicht zu verletzen. Jetzt gucken wir mal. Das sind die rote Teufel. Die Geburtsstunde. Sind die nicht schön rot geworden? Also man soll das nicht unterschätzen, ne? Mit dem Rotwein. Das zieht schön durch. Und mit dem Rosmarin. Oh Gott, ein Träumchen. Ich habe bei der Marinade, da müsst ihr ein bisschen abschmecken, ne? Mit dem Rotwein und so weiter. Da ist schon mit dem Knoblauch zusammen, ist das der Knaller. Ne? Und da müsst ihr aber hingehen. Ich sage nochmal kurz abschmecken. Und ich habe jetzt zum Beispiel, es kommt immer drauf an. Und ich habe aber jetzt noch ein bisschen Honig drin gemacht, ne? Weil Knoblauch und Rotwein. Ein guter Rotwein. Also lieber 2-3 Euro mehr ausgeben. Es lohnt sich. Und ist schon. Der haut Knall mit dem Knoblauch. Ist ehrlich ein Aroma. Und ihr müsst ja gleich ein bisschen gegensteuern mit dem Zucker. Ein bisschen milder machen, ein bisschen beruhiger, sag ich mal. Guck, ich babbel so viel. Das Video, das war mir urisch lang. Ne? So, also, passen auf. Spieß hier, gucken wir mal. Und ihr guckt immer, ihr müsst das immer so machen, die Spieß hier, dass das Querstück nach oben und unten zeigt, ne? Im Spieß. Das ist wichtig. Außer Endstück geht halt nicht, ist klar. So, ihr könnt aber hier sehen, ne?
mit diesem Kartoffelschäler bzw. Halter, Pellkartoffelhalter, könnt ihr wunderbar die Sache rausholen und da drauf spießen. Ne? Das ist ein ungemeiner Helfer. So, da haben wir die erste Viererkette von der Rote Teufel. Ne? Das geht also richtig gut und geht auch schnell. Ne? Das ist jetzt ein Endstück. Das fahren wir ans Ende. So, ich mache die jetzt fertig und dann sehen wir uns gleich. Ne? Wie die Rote Teufel. Die lassen wir dann erst mal schwitzen und dann dürfen sie sich beruhigen. Ah, ich habe noch einen Gag. Ach, das Video wird ewig lang. Und zwar hatte ich einen Großhändler in Lauter. Der macht alle Jahre eine Messe. Und das macht er. Früher hat er es auf dem Messeplatz gemacht. Und seit einigen oder vielen Jahren, ich sage mal 20 Jahre bestimmt, macht er das oben im Betze. So, und da war ich mit der Frau dort. Und das ist ein Aussteller, ja, wie sie alle heißen, ne? Elektrobranche, sage ich mal. Grob, ich will jetzt keinen Namen nennen oder Firma. Und dann haben wir, sind wir da durchgelaufen und haben das Ende an, dann halt gekauft, bestellt. Und dann gibt es immer so lecker Essen. Und da bin ich dort hoch. Und da war so eine doppelflügelige Idee, war offen. Da war schon, ach, da ist das mit dem Essen. Und da bin ich da drin. Und da habe ich schon gedacht, was ist das her? Da gibt es ja diesmal, da gibt es kein Bierchen, nichts her, nur Fruchtsäfte. 1000 Seiten von Fruchtsäften, habe ich schon mal im Leben nicht gesehen. Und, aber feines Essen, feines Fleisch, da, war also richtig gut. Und habe ich mich da hingehockt. Und habe ich gedacht, na, das sind ja alles. Die Frau, ich denke auch, die Frau kommt und kommt nicht. Ne? Als sie denen ausguckt, nichts. So. Also, ach, alles so junge Kerl. Also, ach, das sind bestimmt von dem Messebauer, ne? Wo die aufgebaut haben. Oder hat keiner was gesagt. Und ja, ich habe gestern, ich habe mir Zeit gelassen, geguckt, nichts. So, dann bin ich schon gestern ab. Zwischenzeitlich haben sie der zugemacht. Habe ich schon gewundert, was ist jetzt? Was ist es knapp oder was? Und dann bin ich raus. Habe die Frage gesucht, habe die Frage gefunden. Und dann lauf ich so weiter. Und auf einmal sehe ich da Bier und was weiß ich. Und andere Gastrobehälter voll mit. So, wie soll man sagen, so All You Can Eat Theke. Und die Farbe war schon hier in Ferne. Und ich sage, ich war da vorne drin, esse. Und hier, da habe ich ja, da haben die trainiert. Die erste FCH. Und da habe ich mit denen zusammen gegessen, habe es geweckt. War eigentlich so. Das ist kein Joke. Das war wirklich so. Verrückt. Ja, was man alles erlebt, ne? So, Allah, machen wir die Rote Teufel. Die Viererkette machen wir fertig, ne? Dann sehen wir uns gleich wieder. Also es gibt ja ewig langes Video, das weiß ich jetzt schon. Ich konnte auch gar nicht viel, ich will auch gar nicht viel schneiden, ist egal. Wenn du schaust, aus Google, andere kann vorspulen, ist egal. So, ich mache die Rote Teufel fertig. Es läuft durch die Riechen, oder? Ich mache fertig und dann sehen wir uns am Grill. Die Glut muss natürlich richtig heiß sein, ne? Du musst dampfen. So, dann geht es relativ flott, ihr Leute. So. Als erstes machen wir die Champignons. Den nehmen wir leider an die Seite. Da kommt schon die Spieße hier drauf. So. Wie gesagt, du musst ja aufpassen mit dem Salz, dass es gut gelöst ist. Ne? Der Zeitpunkt, wo wir die rote Teufel schon mal drehen, ne?
Gucken wir mal. So, wir machen die erste schon mal ohne. Schon kriegen wir die zu viel Hitze. Auch die erste schaffen wir, Jungs. Wenn wir da vorne sind, die nehmen wir schon mal hoch. So, kannst du Ruhe lassen. So, ab geht die Luzi. So, rote Teufelsspieß. Ja, schön in Rotwein eingelegt. Dann holen wir mal den Spieß hier da runter. Gucken wir. Die rote Teufel, die Viererkette. Ne? Gucken wir. Herrlich. So. Schneiden wir mal auf. Gucken wir. So sollte es sein. Zart und saftig. Hammer. Hammer. Scharf auch grillen, Ruhe lassen. Champignons. Gucken wir. Ohne schön angegrillt. Wenn die Oberaufhängen sie besser sind, dann sind die gut. Ja, dann sind die richtig gut. Gucken wir. Ganz viel Kräuter drin machen. Das gibt Geschmack. So. Gucken wir. Wie das wunderschön zerfällt hier. Ah, ja, gut. Schauen wir uns jetzt um. Das war's genau. Brauchst du ein Brötchen so? Das war's. Herrlich. Die roten Teufel sind geboren. So funktioniert es, ich schwitze schon. Machen aber heute Hitze, 35 Grad mal. Machen das so. Schmeckt ganz gut. Ich würde sagen, hervorragend. Ihr müsst, ich habe nachträglich, habe ich vorhin schon mal erwähnt im Video, in die Marinade ein bisschen mehr Zucker und auch gleich ein bisschen mehr Salz, dass sie ein bisschen Bums kriegt. Und dann sind die mit dem Rotwein und mit dem Knoblauch. Hammer. Echt Hammer. Machen das. Bleiben gesund. Bis zum nächsten in diesem Theater, bin ich nicht so. Bis zum nächsten in der Pfalz. Ne?